Hallo liebe Freunde und liebe Grüße vom Mondsee. Ihr müsst euch unbedingt diese wunderschöne Gegend anschauen. Ein wunderbarer See, schöne Berge, sehr idyllisch hier, ein Panorama zum Verlieben. Wir sind aber nicht hier, um die Gegend zu genießen, sondern wir haben eine Mission. Wir wollen uns nämlich 7 Tage lang etwas gesünder ernähren. Helfen soll uns bei diesem Plan dieses Buch hier. Das ist die Fortsetzung von Vegan for Fit von Mathilda Hildmann und wir haben schon angekündigt, wir wollen uns 7 Tage nach diesem Konzept ernähren und jeden Tag ein Video machen. Und deshalb starten wir jetzt. Heute ist nämlich Tag 1. Solltet ihr das Buch selbst nicht besitzen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr gar nicht wisst, um was es da geht. Und deshalb erkläre ich euch das Konzept von Vegan for Fit Gipfelstürmer in 60 Sekunden. Bei Vegan for Fit Gipfelstürmer geht es darum, sich 7 Tage gesund zu ernähren und zu entgiften. Das Ganze nennt man auch Detoxen und hat in diesem Fall rein gar nichts mit Einläufen zu tun. Viel eher geht es aber darum, 3 leckere Rezepte am Tag zu essen, die vegan sind, cholesterinfrei und glutenfrei. Ziel soll sein, dass man sich während und nach diesen 7 Tagen fitter fühlt und energiegeladener. Außerdem, und das ist für viele ein sehr großer Motivator, kann man mit diesem Konzept richtig, richtig viel Gewicht verlieren und das in nur 7 Tagen. Eine der wichtigsten Dinge bei Vegan for Fit Gipfelstürmer ist die Zeit zwischen den Mahlzeiten. Der sollte je Mahlzeit 4 Stunden betragen, außer zwischen Abendessen und dem Frühstück am nächsten Tag, dann sogar ganze 13 bis 14 Stunden. Außerdem kann und soll sich jeder Teilnehmer durch ein Online-Tool die Zutatenmenge selber anpassen. Der Grund ist der, dass ein Bauarbeiter mit 1,90 vermutlich einen anderen Kalorienbedarf hat als eine Bürokauffrau, die nur 1,60 groß ist. Hungerattacken soll es übrigens in dieser Zeit nicht geben, da der Körper mit genug Vital-, Ballast- und Mikronährstoffen versorgt wird. Fett gehört außerdem ein Sportprogramm zu und eine Meditation. Routine. Astrid und ich machen diese Challenge übrigens nicht zum Abnehmen, sondern aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, wir wollen wieder neue Rezepte kennenlernen und der zweite Grund ist, wir haben in der letzten Zeit ziemlich viel ungesund gegessen. Wir essen normalerweise sehr kohlenhydratreich und teilweise sogar 5 bis 6 Mal am Tag. Deshalb sind wir sehr gespannt, wie es uns mit diesem Konzept geht. Und deshalb zeige ich euch jetzt Impressionen von unserem ersten Tag. In der Früh haben wir gleich begonnen mit leckeren Pfannenbroten aus Haferflocken. Darauf kommt Bananenmus und Blaubeeren. Uns hat das sehr, sehr gut geschmeckt. Zusätzlich haben wir uns noch einen Matcha-Zimt-Shake gegönnt. Zum Mittag haben wir dann einen köstlichen Feldsalat gegessen mit Beluga-Linsen, Apfel und Cranberries. Das Dressing ist ein Traum und es war sehr sättig. Und da ich einen Fehler in meiner Auswahl hatte, gab es am Abend noch einmal Salat, nämlich Salatschiffchen mit Kürbis-Curry-Füllung. Auch das war wirklich genial und sehr lecker. Alles in allem war heute ein sehr erfolgreicher Tag. Wir sind gut reingestartet. Wir freuen uns auf morgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unbedingt den Kanal. Morgen geht es nämlich um das Thema Planung. Ich freue mich schon auf euch. Alles Gute, bis morgen. Tschüss.